Und da sind wir wieder zurück hier zum Let's Play von Anno 2205. Jo, was ist hier wieder mal los war? Soll ich mal gucken hier? Genau, wegen der Straßenanbindung war. Beginnen Sie damit, Ihren Raumhafen mit einem Weltraumlift zu verbessern. Immer diese Quest hier, also Quest natürlich diese Aufgabe, dieser Auftrag wohl eher. Versuchen wir es mal, war? Gut, Sie haben die Komponenten für den Lift beisammen. Für das Liftkabel sind jedoch spezielle Materialien nötig, die Sie nicht herstellen können. Aber ich lasse sie liefern. Das war ja klar. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ganz kurz hier gucken. So. Aber natürlich alle Strom, sonst braucht ihr hier unter anderem Stromkraftwerk. Alter, das wird ein bisschen günstiger noch? Nee, natürlich nicht. Warnung. Energiemangel. Nö, jetzt nicht mehr. Der 55 arbeitet trotzdem zu wenig. Nö, nö, muss mehr sein. So mir auch. So. Ja, schon definitiv zu wenig. Obwohl, kann ich irgendwie durch die Straßen hindurch vielleicht noch. Naja. Scheinbar nicht. Warte, gucken wir mal. Da ist klar. Das ist 933. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Das verschlechtert die Produktivität. Ja, möchten Sie etwas? Momentan nicht, nein, danke schön. Wie sieht es eigentlich noch mit dem Verbrauch aus? Ja, da haben wir es wobei. Wasser ist schon zu wenig, wa? Das muss halt trotzdem den wieder mal ins Leben zurückholen. Jetzt hast du keinen Strom. Hier hat es keinen Strom. Nee, das sieht ein bisschen doof aus hier. Mal gucken, vielleicht kann ich den ja ein bisschen klüger hier verschieben. Könnte klappen und geht es natürlich hier unten 9 wieder. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Das verringert ihre Produktivität. Was du nicht sagst. Ich versuche gerade irgendwie einen klugen Punkt hier zu finden. Wahnsinnig gut, wa? Naja, mach's einfach mal so. Wenn es doof aussieht. Produzieren Sie Baubot. So, haben wir bereits mal geschafft. Energie erschreckend niedrig. Was soll ich machen? Ja, ihr habt die Energie. Mehr gibt's nicht. Arbeitskraft fehlt. Ja, ja, überall. Überall fehlen Arbeitskraft. Das ist nicht zu fassen. Na gut, jetzt natürlich, wo der da ist, Arsch der Welt ist. Oh. Das ist natürlich jetzt eigentlich so gut. Nee, bleib's wieder da. Die Straße mal gucken. Hat ein bisschen was von Portal, wa? Die Musik hier so. So, wo platziere ich jetzt die Drecksgebäude schon wieder am besten, wa? Darum pausieren die eh gerade. Toll. Ja, das muss ich überschneiden, geht gar nicht anders. Ah, was für ein Mist, ey. Ja, was perfekt ist, was anderes. Jetzt hier aus der 30. Es fehlt immer noch Energie für 100%, schätze ich jetzt mal, war. Aber hier ja auch, also es ist immer noch, hier fehlen immer noch Arbeiter. Habe ich vielleicht irgendwo mal einen Ort, wo ich genügend Arbeiter habe? Und wir können ein bisschen überraschen. Die Kehrseite ist halt, ja gut, da geht es zwar ein bisschen, aber okay, jetzt auch immer ein paar Baubots. Ja, okay, es geht anders, ich muss noch ein paar Gebäude mehr haben. Baukomplex, wäre langsam etwas, ah, Baubots, wären ja ein paar.
Ja, sorry, aber brauchen langsam ein bisschen Kohle, sonst habe ich hier ein little bit problem. Ich warte hier nicht gerade unbedingt hier im Zentrum, weil wir können ja verschieben, weil also kein Problem nachher. Naja, geht schon. Wie gesagt, nachher verschieben alles. Da müssen wir das eigentlich ungefähr hinkriegen. Vielleicht braucht er auch noch Strom. Wenn dann es ist erwarten. Nicht wie für eine Firma zu arbeiten, sondern wir... Administratorenwohnhaus. Da kann er noch hoch. So, was haben wir sonst noch? Wer will da noch ein bisschen upgraden? Momentan gerade gar keiner. Es ist einfach großartig hier. Ja, noch ein bisschen mehr hier, war. Das ist ein bisschen erstaunlich. So, jetzt haben wir natürlich wieder, ja, jetzt kommt ein bisschen Geld rein. Das ist ja alles ganz gut. Klingen Sie auf den Raumhafen, auch schon gemacht, beginnen Sie das Upgrade. Beginnen Sie das Upgrade, das, was denn hier? Guten Tag. Die Arbeit an einem Projekt hat begonnen, das den Weg für Generationen weisen wird. Sind Sie der Lage gewachsen und werden unser Partner? Das ist eine sehr gute Frage. Die Herausforderungen in diesem Gebiet sind größer als je zuvor. Die Menschen brauchen jetzt einen selbstsicheren, standhaften Anführer. Und Sie können uns helfen, diese Botschaft zu vermitteln. Wir möchten der ersten Welle vor einem Jahrhundert gedenken. Da das Mondlizenzierungsprogramm startet, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um die Menschheit an ihr Potenzial zu erinnern. Der Bau eines atemberaubenden Denkmals ist eine große Verantwortung. Beaumont lobt sie bereits in den höchsten Tönen. Und wenn sie fertig sind, werden das wohl alle tun. Das ist der Plan. Erste Mondkolonie also, ja, die war also 2105, wa? Interessant. Wenn halt Strom fehlt, dann geht auch ein bisschen weniger her, aber ansonsten klappt es ja soweit. Das ist nicht gerade so die super mega Überproduktion, war. Ja, hier 0,0, aber gut, wird alles dafür ausgegeben. Wieso bitte verbrauchen wir nur 10? Ich hatte noch gar nicht welche. Verrückt, war. So, muss mal gucken. Moment. Wieso habt ihr Stromprobleme? Ihr seid doch hier komplett drin. Im Verbrauch, Reis. Leis, Fleiß. Noch fort. Das ist wirklich nicht so teuer. Ich würde gerne mal damit beginnen, die mal ein bisschen hier zu verschieben von der Position her. Wie mache ich das am besten? Wegen Wohnkomplexen soll ich jetzt hier ein bisschen ausbauen. Ja, nichts verändert, geil. Genau, also erstmal müssen die hier weg. Und zwar hier oben hin. La la la. Ja, es wird schon irgendwie eine verrückte Art und Weise. Aber auch eine ziemlich dämliche Art und Weise. So, jetzt kann ich den noch ein bisschen umdrehen. Ja, dort geht er ganz gut. So wird das langsam etwas. Jetzt mit dem Strom erstmal. Wie gesagt, ich will alles ein bisschen auf dem gleichen Haufen haben. Irgendwie auch ein bisschen sinnvoller war. Verschieben nach da oben war. Wobei war da bald schon mal hier oben noch ein Kraftwerk.
Was ist, wenn ich denn... Ganz kurz gucken... wie kann ich den genau verschieben? So geht es natürlich nicht. Und hier ist auch doof. Hier wird es noch gut klappen. Na, eher hier oben, wa? Na, hier. Überlappe ich zwar wieder. Ja, merkt schon, es gefällt mir immer noch nicht so ganz. Es ist echt schwierig. Eben wegen Überlappen und so, wa? Alle wollen Strom, aber keiner schert darum, wie ich das Ganze überhaupt hier zustande bringe am klügsten. Überlappt immer noch, das ist mir bekannt. Das können wir aber gleich mal ein bisschen fixen hier. Das ist gerade wunderschön von der Position her, aber hey, es wirkt. Den sogar noch ein bisschen so und dann... hier runter kriege ich ihn nicht, wa? Egal, ein bisschen Platz gespart jetzt noch. Gut. Das Problem wäre gelöst, dann... Der steht jetzt trotzdem ein bisschen doof da. Jetzt fange ich auch in den Shortcut. Ah, mit M, okay. Ja, Leute, keine Sorge, da wird schon noch was, da wird schon noch was. Ich bin nur gerade ein bisschen am gucken. Naja, wie sieht es energiemäßig aus? Könnte klappen, muss nicht, aber könnte. Naja, die arbeiten sollen die arbeiten, kann ja den mal in Betrieb setzen und den pausieren, Energie eben. Fleiß. Natürlich Rohstoffe versorgen endlos. Oh, merken wir uns, der endlos Wind hier. The Window of Change ist hier endlos. Alles klar. Ah, verrückt, wa? Hier Energie eigentlich genau gleich viel, 30, hier auch. Das müsste ich eigentlich theoretisch doch... Da muss man testen, eigentlich ist sie ja so von wegen überlappen und etc. etc. Aber eigentlich müsste... Man sieht sich eigentlich, wenn ich jetzt draufklicke... Na, sieht man doch nicht, wa? Der hat von wegen ja Energie halt durch die Straßen und so umleiten. Dass das ja theoretisch klappen könnte. Aber nee, irgendwie theoretisch... Also theoretisch schon, praktisch nicht. Ja, keine Ahnung. So, dann können wir immer noch nicht ganz. Was soll vielleicht mal hier ein bisschen. Oh, Entschuldigung. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Ah ja. Den Vorgang hier soll das verinnerlichen, Straßen abzubauen. Jo, ist geil. Merken wir uns. Wir verinnerlichen den Vorgang. La 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 la. Die Mucke finde ich geil. So, jetzt brauchen natürlich den auch nicht mehr. Dann stampf den mal ein. Und bau noch einen Komplex. Oh Mann, hey, da krieg ich ja Komplexe, was? Achtung, zu wenige Arbeitskräfte für Produktionsanforderungen. Was? Installatoren, das war's natürlich schon.
Eben das eigentliche Problem bei Arno ist eigentlich immer noch, oder? Muss irgendwie da einen guten Ausgleich haben. Jetzt momentan beim Wasser klappt es gerade. Das spricht, was sie alles einnehmen. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Das verschlechtert die Produktivität. Noch zu wenig, verdammt nochmal. Kann auch nicht sein. Aber lieber Wohnkomplexe. Das 5 bis zu 20. Polyphomere braucht noch eine mehr. Plus Baubots haben wir sowieso langsam genug. Du 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 la 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 du du du. Können wir irgendwo anders hier bauen, die Wohnkomplexe? Ich brauch hier ein Gebiet, Mann. Voller Komplexe, sonst riech hier noch durch. Wenn ich den hier hinbaue. Finde ich gerade ganz ideal. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Das verringert ihre Produktivität. Es ist ein guter Tag. Umso besser. Sehe ich jetzt hier zwar irgendwie nichts, dass sie irgendwie Energie verbraucht. Klar wird es irgendwie Sinn geben, aber trotzdem. Neue Gebäudearten verfügbar. Okay, vielen Dank. So, hier ein normales Gebäude. Jo, geht auch noch. Okay, nehmen wir die hier noch. Das ist natürlich ein bisschen das Problem. Ich teste mal etwas. Der Trick, beziehungsweise die Idee, die ich gerade habe, die funktioniert. Sehen Sie, jetzt funktioniert's. Ja, ja. Beim ersten Part habe ich noch gedacht, irgendwie von wegen, ja, ich muss da einfach zuerst die Produktion anheizen, dann die Gebäude bauen. Jetzt will ich es umgekehrt machen. Erst die Gebäude bauen und dann die Produktion. Und so auf ihre jeweiligen Wünsche und Güter eingehen. Ich habe halt nichts für Vorrat und so, aber ich brauche erstmal eine positive Bilanz, weil sonst bin ich echt bei dem Arsch. So, ist nicht gerade das Hübscheste, was es überhaupt gibt auf der Welt, aber also, hey. Wie ist. So, man kann sagen, die lassen wir langsam so die kleinen Häuser, vor allem die Wohnkomplexe und hoch. Lang nicht. Ich seh dich nicht. So, nein, du, da. Ah, das reißt mir aber so. Tasten drücken for the win. Der noch hoch und der auch noch, wir sind ja ganz nett. Es ist ein guter Tag. Umso besser, wo Sie jetzt da sind. Dankeschön. Sie? Jetzt funktioniert's. Ja, ja, jetzt funktioniert's. Jetzt funktioniert's. Sie sind wahrscheinlich höheren Komfort. Eigentlich schon. Wow, 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 wie das Windows runtergeht. Geil. Und schon sind Plus drin. Hehe, Michael im Plus. Wenn ich das einen Titel reinschreibe, denke ich natürlich auch schon alle Leute. Moment mal, der verarscht uns. 1. April und so. Michael Plus gibt's gar nicht. Ja, doch, das gibt's. So. Machen wir es mal auf die Art und Weise, wa? Auf die, billige Art und Weise, sag jetzt mal. Es ist ein guter Tag. Nee, nee, nicht billig, aber einfach auf die sichere Art und Weise. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ich meine, wir produzieren Baubots. Okay, das ist geil. Wir haben Strom, das ist auch geil. Gut, er hat zu wenig Strom. Wieso, verstehe ich nicht, weil der ist bereits im ganzen Gebiet drin. Der kann noch mehr Strom, geht nicht. Ihr globaler Marktwert ist gestiegen. Dankeschön. So, jetzt ist aber, und ich scheiße, ich will nicht gucken. Wie viel Waren haben wir noch? Minus 1, minus, okay, minus 2 bereits. Gut, ich meine, ich habe noch ein bisschen pausiert. Achso, da ist er. Was ganz anderes. Hehe, ich trottel. Option, wobei Biohard muss man ein bisschen anpacken. Ich habe schon zwei 60er drin, wa? Soll ich mal nur ein zurück, wa? Statt zwei? Okay, da sagen sie mir, er produziert zwei, wa? Plus 3, 5, wa? Hä? Das reißt plötzlich wieder, oder was? Okay, Wasser reicht nicht ganz, muss ich jetzt mal gucken, aber da zu wenig Strom drauf, was nicht ganz reicht, oder? Ja, Entschuldigung.
Ja, was soll ich da machen? Ich meine, da ist schon Vollstrom. Mehr geht nichts. Was soll er machen? Ein Stromkraftwerk für den oder was? Ich meine, könnte mal ein zweites hinbauen, aber wird er wohl kaum etwas bringen. Ich sage, der hier unten ist, weil mir gerade auch. Gut, hier unten habe ich kein Stromkraftwerk. Von dem her, da unten wäre es noch praktisch und natürlich auch sinnvoll. Jetzt zum Beispiel braucht doch einen Kaun nicht da oben. Braucht hier oben irgendwas Strom. Nehmen wir eh auch Leute. Unterm Strich ist das. Ja, Leute hier brauchen keinen Strom, das ist gut zu wissen. Also, wer sind in der Plus, Leute? Wir sind im Plus. Wir sind im Plus, wir sind im Plus. Wer ist im Plus? Wir sind im Plus. Yeah! Das hat der Platz ein bisschen doof hier. Und ja, man merkt schon, ich verbaue hier gerne, aber das war schon immer so. Wird sicher immer so bleiben. Okay, bereits plus 105, sehr gut. Was macht unsere Ausgaben? Ja, Biokost, Wasser minus 1, wir brauchen natürlich minus 8 von dem her. Ja, aber es scheint mir bis trotzdem haben sie alle Wasser. Aber das macht mir nichts aus. Naja, noch vermutlich bei einem Lager von Wasser 6 und 8 eben. Ich könnte hier aber. So, nein, das ist ja mit dem Strom. So, jetzt haben wir hier ein eigenes Windkraftwerk. Bietet Strom. Was macht der hier? Sagt, Energie fehlt, zu wenig Strom. Er hat ein eigenes Windkraftwerk. Was soll der noch machen? Noch mehr geht doch gar nicht. Ein braucht da unten Strom. Toll, wie soll er das machen? Geht ja nicht. Ich habe kein anderes Menü, nix. Das gleiche war. Na genau, Windpark. Der gibt mir in diesem Sinne 50 Energie. Was? Energie fehlt? Energiewartung? Hä? Ist jetzt eigentlich nichts, was mir Energie fehlt hier. Das Arbeiter 35 hat er genug. Wartung selbst und Kreditserie ist auch geil. Also das verstehe ich noch nicht ganz. Wieso ist ein Windkraft, das ist ein eigenes hier. Hier steht keine Probleme in diesem Sinne. Läuft 100% nämlich ja auch an, dass es macht. Im Sinne von 50, war. Der sagt mir, also vermutlich 10 zu wenig, war. Bin in einem Küstenbauplatz und Strom steht hier aber nichts, das er braucht. Seit dem Kraftwerk. Wäre natürlich auch mal eine Idee. Kredit 6000, Baubots. Naja, ist halt die Frage. Sehen Sie, jetzt funktioniert's. Naja, die Frage ist nur, funktioniert's wirklich? Hä? Der Zeitenlieferung, da klappt jetzt plötzlich. WTF. Einmal ganz kurz, ich schicke mal den weg da. Die Test nur, ob ich damit bereits das Problem gelöst habe, das Energieproblem hier. So. Jetzt sind es hier zwei. Entschuldigung, wollte gar nicht. Wie viel hat denn hier Strom? Die bringen 50, wa? 300. Ja, also da. Okay. Also trotz, ja, jetzt ist der mal wieder gut. Ja, super, warten die jetzt überhaupt noch hier? Muss jetzt mal so testen, wa? Das ist das Problem, klar, jetzt habe ich einen 300er. Jetzt kann ich theoretisch ganz 50 anhalten, aber ich sehe ja nicht, wie viel Strom es wirklich brauchen oder fressen. Sehe ich das da? Nee, da 10 Strom, ist gut. Ich denke, sie sollten wie folgt vorgehen. Ja, das Teil war teuer. Sehe ich ein.
Ich würde fragen, war es überhaupt? Eigentlich schon, aber ich würde sagen, dass jede größere Siedlung hier schon sowas braucht. Okay, jetzt haben wir da wieder. Ganz toll. Er kostet mich nicht viel, aber trotzdem. Gut, jetzt haben wir da. Wir sind am Minus! Geil! Das war so gut im Part, nicht so beschissen. Da war der 100. Alter! Okay, passiert denn auch mal. Muss langsam mal wissen. Ich meine, klar, ich sehe ja, was die braucht. Zum Beispiel, der braucht 50 Energie, oder? Das sehe ich, dann kann ich addieren. Ne? So klug bin ich auch. Aber ich sehe die Gesamtzahl nicht. Ich meine, wo habe ich die? Ja, würde ich mir wahren. Schön, das verstehe ich ja noch. Ich meine, ganz kurz, so doof bin ich doch gar nicht. Meine Kontrahenten, wir nutzen bei Lei Sheng eine große Bandbreite an Energiequellen, um sicherzustellen, dass der Menschheit so viel Energie zur Verfügung steht, wie sie benötigt. Alter! Unsere Kommunikationserfahrung ist nun mal ein entscheidender Vorteil. Geile Haarfarben. Lassen Sie den Kopf nicht... In der Geschäftswelt kommt man um Cassian Industries nicht herum. Und das gilt ganz besonders für Sie. Ja, immer schon klar. Die haben alle ein Hörgerät, wa? Arbeiten, lernen und wachsen. Ich werde Ihnen dafür passende Ratschläge geben. Jo, du mich auch. Ich kann mich gut daran erinnern, wie hitzig und anstrengend der Aufstieg war. Bleiben Sie dran, dann schaffen Sie es auch. Dankeschön. Also von dem her alles Kumpels war es. Nichts davon, wo man sagen müsste, es sind Konkurrenten oder so. Na, kommt sicher noch gut. Hier sehen wir die ganzen Erfolge und Pläne, wie alles aussieht. Das ist auch alles geil, aber wie gesagt, irgendwie konkreten Geschäftsplan, der fehlt mir hier irgendwie. Oder ich sehe einfach etwas nichts. Park und so, wa? Schon ihre Siedlung. Ich kann langsam anfangen damit. Aber gut, das ist Schnickschnack und so. Jetzt muss man erstmal ein Energieproblem. Haben wir eigentlich gelöst? Was haben wir hier eigentlich noch? Minifilter, ja, Fahrzeug gewinnen, ist auch nicht das. Angestelltenbeförderung. Gut, jetzt sehe ich die Arbeit auf 14. Das sehe ich jetzt. Ja, das ist ja auch geil. Minimap, toll. Ja, also das fehlt mir jetzt echt noch irgendwie. Leute, ja sorry, aber ich habe hier unten das Mikro, aber doch gar nicht gesehen, die Zahlen hier unten. Okay, ich habe nichts gesagt, das Spiel macht alles richtig, nur ich bin zu doof. In diesem Sinne, wieder Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Part, wenn wir wieder ein bisschen die Kohle reinkriegen müssen. Aber hey, Energie haben wir geritzt, das ist doch geil. Lass mich ran und jetzt den pausieren. Der bringt ja 50, weil ich habe 35 Überschuss und nachdem passiert ist oder doof. Ha, ich bin genial, ich bin sowas von genial. Ich bin nur der King. Ja, der doofe King. So, aktivieren. Logik ist doch was Geiles, wa? Ja, wie gesagt, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.